Überraschend ist die Schweiz ins Viertelfinale der Europameisterschaft eingezogen. Gegen Weltmeister Frankreich setzten sich die Schweizer gestern Abend nach Verlängerung und Elfmeterschießen mit 8:7 durch. Den entscheidenden Elfmeter verschoss Frankreichs Stürmerstar Mbappé gegen den Schweizer Torhüter Sommer. Die als Mitfavoriten gehandelten Franzosen hatten in der Vorrunde die deutsche Mannschaft besiegt. Die Schweiz im Freudentaumel. Ob in Genf oder Zürich, die Fans feierten bis tief in die Nacht. Als klarer Außenseiter besiegte die Nati, wie die Schweizer ihre Nationalmannschaft liebevoll nennen, den amtierenden Weltmeister Frankreich. Zum ersten Mal seit 1954 steht die Schweiz wieder in einem Viertelfinale in einem großen Turnier. Die Fans feiern ihre Helden. Sie haben alles gegeben, sie haben mit Herz gespielt und so mutig. Sie haben nicht aufgegeben. Die erste Halbzeit war mittelmäßig, aber dann war es wirklich sehr, sehr bewegend. Wir sind so stolz. Nach dem Aus gegen die Schweiz rechnet die französische Presse mit ihrer Mannschaft ab. Vernichtet. 15 Minuten vor Schluss stand es noch 3:1 für Frankreich. Am Ende verloren sie im Elfmeterschießen. Enttäuschung bei den französischen Fans nach dem Spiel in Bukarest. Das ist eine Überraschung für jeden, denn wenn du Weltmeister bist, bist du auch Favorit. Von der Schweiz geschlagen zu werden, das ist schon eine Überraschung. Bravo Schweiz für diesen Sieg. Aber so ist Fußball eben. Jetzt wollen die Schweizer Fans noch mehr. Vielleicht gelingt den Eidgenossen am Freitag im Spiel gegen Spanien die nächste Überraschung.